komm schon hoch. Kletter das Gerüst hoch. Los! Na klar. Ich weiß nicht, ob das richtig war auf der Seite, aber ist ja auch egal. Ich glaube, ich habe zu krasse Sachen, kann das sein? Heavy. Okay, das macht keinen Sinn. Ich muss da hoch, aber sie geht da nicht hoch. Okay, wo muss ich hin? Ey, wie komme ich da hoch? Jetzt mal Real Talk. Wie komme ich da hoch? Ich komme bis hier hin, aber nicht weiter. Achso, hier ist eine Leiter. Ah. Okay. Habe ich. Noch eine Leiter. Verhindern kann. Ich muss mich beeilen. Irgendwie muss ich doch. Warte. Ich hab's. Der Kranarm klettert drauf. Ich kann ihn hochfahren. What? Es muss jetzt schnell gehen. Okay. Dann mach ich das. Gib das Dach, dann geradeaus zum Wrack. Die Lage gerät außer Kontrolle! Ich brenne. Ich renne einfach durch, egal. Ich glaube, ich soll da durchrennen. Pass auf, die kriegen gleich Verstärkung. Naja, ist cool. Au. Und geil. Du. Du. Oh, mehr kann ich nicht. Scheiße, wo muss ich hin? Alter, ich sehe halt nichts. Wo muss ich denn hier hin? Weiter zum Brand. Und pass auf, auf wen du schießt. Da sind auch NUSA-Agenten. Ja, ist klar. Aber wie komme ich da hin, ist die Frage. Immer noch. Ja. Einfach schnell hin. Schwerer Geschütz! Na los, rein! Der Tank ist isoliert. Der explodiert nicht. Kannst du was sehen? Ein großes, kaputtes Flugzeug. Gibt's Überlebende? Zumindest kein Begrüßungskomitee. Verdammt! Sind wir zu spät? Tief durchatmen. Noch wissen wir nichts. Ich sehe mich um. Im hinteren Teil sollte es einen Sicherheitsraum geben. Ich schließe die Tür auf. Dann mal schauen. Aua. Was soll die Scheiße? Loslassen! Wenn ich's tue, beruhigst du dich dann? Kommt drauf an, wer du bist! Entspann dich, Songbird schickt mich. Und du bist? Ich heiße Wie. Tut mir leid. Ich musste sicher sein, dass du es bist. Okay, aber jetzt los, bevor...
Scheißdreck. Verdammt, die lassen nicht nach. Alright, Boys. Dann. Wo ist er hin? Wo ist er hin? Ah, hier unten oder? Ah, da hat er gerade Fetzer gesagt. Was ist mit denen? Schon auf die Fresse von denen, würde ich mal sagen. Oh. Kurz heilen. Dann geht's mir besser. Nee, lass mal. Uns deinen kleinen Freund gerne eingepackt lassen, brauchst du mir nicht zeigen. Alles gut. Wir können die Stellung nicht halten. Doch, wir halten die Stellung. Lass mich dir zeigen, wie das geht. Das hier. Jetzt ist hier egal, die wissen eh, wo ich bin. Also was für ein Quatsch. Ich mag es damit hier. Also damit zu kämpfen ist halt der übelste Banger, finde ich. Ja, du brauchst gar nicht weg. Du kriegst auch noch einen Kurzschluss. Okay, du kriegst den hier. Können sie doch machen, ist mir egal. Was zur Hölle geht hier ab? Zack. Zack. Ich brauche Deckung. Deckungsfeuer. Beschäftige sie. Ja, warte kurz. Ich habe einen Vorteilspunkt. Habe ich auch, warte mal. Levelaufstieg habe ich auch. Jetzt ist nämlich mal die Frage. Das habe ich. Das brauche ich eigentlich alles gar nicht. Ne? Aber ich bin bei Konstitution auf 20. Bei Intelligenz halt. Wir halten Smartwaffen. Folgende Boni. Plus 1. Ich brauche mehr Quickslots. Explosionsschaden, weil irgendwo habe ich eins, wo ja. In der Szene ist gegen Netrunners, bla bla bla. Plus ein Speicherpunkt. Wichtig. Theoretisch wichtig, aber wir gehen mal auf Konstitution. Hier ist nämlich die Frage, andere, okay, Wiederherstellung von Munition, bla bla, 100% Chance in den schnellen Angriff. Ja, das für stumpfe Waffen lohnt sich nicht. Das ja, ist auch nicht so meins. Ich habe zwar viel Konstitution, aber eigentlich ist mir das absolut scheißegal. Muss ich ganz ehrlich sagen. Wo war denn das? Irgendeins hat mir doch einen Platz weggenommen. Weiß ich nicht mehr. Gut, dann nicht.
das war falsch. Intelligenz brauche ich. Intelligenz, Dens. Wir nehmen das hier. Wo müssen wir jetzt hin? Songbird, bist du da? Wie bin ich in Status? Huch. Wir beide sind noch am Leben. Tipptopp. Okay. Geh zu dem leeren Gebäude in der... Elizabeth Crest, schon klar. Ich bin nicht senil. Da kann man gut untertauchen. Keine Wärmesignaturen. Steht also leer. Niemand da. Und jetzt Bewegung. Hab Songbird dran. Ihr geht's gut. Und sie hat für uns ein Safehouse gefunden. Songbird. Ich hab mir schon Sorgen gemacht. Aber sie landet immer auf den Füßen. Ihr beide hattet irres Glück. Oh. Vielleicht dank dir. Kann sein. Richtiges Miezelkätzchen. Was für ein verfickter Albtraum. Meine Leute sind tot. Alle. Wegen mir. Jetzt mach mal halblang. Hansen hat sie umgebracht. Nicht du. Das denkst du? Du ahnst ja nicht, welches Ausmaß das hat. Wir wurden gehackt. Also hatte Hansen Hilfe aus Washington. Die USA-Regierung weiß zweifellos von dem Absturz. Die haben die Landung in Doctown über die Satelliten verfolgt. Es sei denn, die Sache ist noch viel komplizierter. Hansen verbreitet garantiert schon seine Propaganda. Da bin ich mir sicher. Dann können unsere Leute erst recht nicht über die Grenze. Ich kann niemandem trauen. Ich sollte... Scheiße. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Ich auch nicht. Ich verstehe schon. Aber denk dran, dass ich auch noch da bin. Du? Und Songbird. Wir holen dich aus der Scheiße raus. Danke, Vi. Wir halten uns an den Plan. Danach sehen wir weiter. So, nicht anders. Ne? Warte mal. Verdammt. Ja. Wenn Hansen jemanden in Washington hat, können die mich überall, jederzeit finden. Ich habe einen subdermalen Tracker. Der muss sofort raus. Ich mach das. Steckt direkt neben einer Arterie. Ich brauche deine Hilfe. Die Präsidentin hat einen Tracker? Weird. Sicherheitsmaßnahme. Falls ich aus dem Weißen Haus ausbreche und mir die Nacht um die Ohren schlage. Ja, kommt ja vor, ne? Hilfst du mir? Okay, aber das wird scheiße wehtun. Schmerzen sind angeblich bloß eine Frage der Einstellung. Was heißt, sie lassen sich unterdrücken? Schwachsinn. Wenn du mich fragst. Aber wir haben keine Wahl. Schneid los. Schnippel, schnippel. Denk an deine Feinde. Augen zu. Denk an irgendeinen abgefuckten Wichser. Hilft mir immer. Es ist eine lange Liste. Umso besser. Moment, ist das... Drohne, beeil dich. Okay, okay. Auch in Deckung gegangen. Die schießt trotzdem. Das war knapp. Wie? Ich bin da. Mhm. Genau, rechtzeitig. Alles noch dran? Vorerst. Ob so bleibt, ist eine andere Frage. Ihr müsst ganz nach oben. Ich melde mich später. Okay. Ich habe Songbird dran. Sie sagt, wir sollen höher klettern. Geh vor. Ist schließlich deine Stadt. Naja, der Teil jetzt nicht, aber generell schon. So, an der Stelle
speichere ich. Mach einen neuen Speicherständchen auf, ne? Spider and the Fly. Und ne, machen wir beim nächsten Mal weiter. Ich werde nochmal gucken. Muss mal ganz kurz was schauen. Der Charakter ist wieder normal, ne? So, okay. Schnell wieder was an. Falsche Hose. Kann einfach so rumlaufen. Guck mal. Läuft. Werden mal schauen, ob ich hier noch irgendwas machen kann. Beziehungsweise Cyberware-mäßig müsste ich jetzt das hier freigeschaltet haben. Ich weiß nicht, hier ist so Cyber. Cyberpsychose, da wird es dir nicht mehr so gut gehen. Aber, naja, man kann ja auch nicht alles haben. Ne? Wir werden mal gucken, wenn es Cyberware-Kapazität bestimmt, wie viel Cyberware dein Körper bewältigen kann. Sie steigt, wenn du im Level aufsteigst. Bestimmte Vorteile für. Okay. Ja, das System sollte, glaube ich, schon von Anfang an drin sein. Und wenn du über einen bestimmten Punkt dann gehst, ist das nicht so gut für deinen Körper. Aber. Haben sie dann leider verworfen. Gut. Oh, haben wir ein bisschen was gemacht, ne? Hätte es auch selber herstellen, so by the way, ne? Wollen wir gar nicht holen, die Scheiße. Müsste eigentlich alles haben. Smart Machine Pistole. Aber halt auch nur mit einem Slot. Sowas ist immer scheiße. Ich brauche schon, will schon zwei Slots haben. Smart Pistole, auch sehr geil. Die Waffen an und für sich. Stell ich mir einfach her, komm. Was soll's. Die sind nämlich teilweise ein bisschen besser. Oder witziger, sagen wir es mal so. Weil Smart Waffen sind immer toll. Das Ziehen der Waffe, die dann mal schon, ne? Ja, das ist doch nett. 5 Sekunden dann nach Ziehen der Waffe erhältst du 10 kritische Trefferchance. Oh. Ziele oft. Nehmen wir. Okay. Wir werden bestimmt noch bessere Waffe finden. Hoffe ich zumindest. Ne? Außerdem ist noch, die hält nur noch die reine Willenskraft. 56%. Bla bla. Scheiß aufs System. Und hier sind wir bei 90. Geht das noch mehr? Weiß ich gar nicht, was ist das? Achso, Tageszeit. Okay. Dann bin ich gespannt, wie es weitergeht, ne? Mit Phantom Liberty. Ich bedanke mich jetzt an der Stelle. Wünsche einen guten Abend. Ja, es ist ja noch Abend, das geht ja alles noch. Und dann geht's. Oh, Pool Cleaning Simulator. Geil, da wird richtig schön die Pools sauber gemacht. So muss das sein. Wir schicken euch zum Packy rüber. Bei YouTube sage ich jetzt Tschüss. Muss mal gucken, wie ich das schneide. Und für Twitch sage ich jetzt auch Ciao, gute Nacht. Tschüssikowski.